Die erste Wurmhumusernte steht mir bevor. Innerhalb eines halben Jahres in etwa habe ich in meiner Wurmkiste meine Küchenabfälle gesammelt und meine fleißigen Kompostwürmer, die sich in dieser Kiste befinden, haben meine Abfälle zu wertvollem Dünger verarbeitet. Den nennt man auch Wurmhumus. Leider habe ich es öfters versäumt zu lüften, dadurch herrscht ein eher feuchtes Klima in meiner Wurmkiste, aber ich gelobe Besserung. Dennoch scheint es meinen fleißigen Helfern nicht zu stören, wie man sieht. Die Population an Würmern hat sich gefühlt verdreifacht. Ich denke, es hat ihnen geschmeckt. Ich habe den Wurmhumus jetzt geerntet und diesen in meine Beete ausgebracht. Ich finde, so eine Wurmkiste ist wirklich eine spannende Sache, vor allem wenn man nicht unbedingt seine Küchenabfälle direkt in der Biotonne oder auf dem Kompost verwerten möchte. Und das klappt wirklich wunderbar und ich lege es euch ans Herz, euch auch mal eine Wurmkiste anzuschaffen. Auch vor allem, wenn Kinder dabei sind, macht das einen riesigen Spaß. Und für mich vor allem zählt der Kreislauf, dass ich meine Abfälle verwerte, weniger Müll produziere und halt mit der Wurmkiste einen tollen Beitrag dazu leiste, etwas für die Umwelt zu tun.